Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed. Wir gehen in den dritten Erinnerungsabschnitt, falls das geht. Ach nee, ich muss jetzt noch nach Akkon zum Garnier von Nablus. Okay. Mal gucken, was wir diese Folge machen, beziehungsweise diese Session. Wahrscheinlich wieder 100.000 Städte bereisen, 10.000 Jahre überall rumreiten und das wird uns gar nicht stören. Okay, also, was sind unsere Ziele? Mit dem Büroleiter in Akkon reden. So. Ihr wisst ja, wie das läuft. Man reitet 3 Folgen hin, gefühlt, und führt eine lang seinen Auftrag aus. In echt ist es zwar ein bisschen anders, aber egal. Warte. Was ist das? Ach, Al-Mualim. Ja, da. Das weiß ich. Da komme ich ja her. Mann, was mache ich hier eigentlich für Skill-Sachen? So, da drauf rumbalancieren. Ich mach's auch nur, weil ich es kann. Ich bin nicht auf der Flucht, aber ich gucke halt, dass ich mich beeile, wie immer. Okay, da sollte ich nicht runterspringen. Ich dachte, da komme ich jetzt irgendwie schneller runter, aber das wäre ein tödlicher Trugschluss gewesen. So, wir gehen natürlich erstmal hier wieder runter. Aua, das hat wehgetan. Schade. Ich muss hier irgendwie wieder das Leben regenerieren. Ich weiß nicht, macht's das. Ja, das macht's automatisch. Sehr schön. Und gut zu wissen. Also, wir gehen wieder hier zu unserem Pferden. Ich wette, der weiße Schimmel steht wieder dran. Habe ich aber nichts dagegen. Der ist mein angestammtes Reittier. Ach, da ist er ja schon wieder. Ha. Na komm. So, Galoppel, Galoppel, Galoppel. Sorry, war keine Absicht. Ernsthaft nicht. Du standest da so blöd im Weg rum. Hopp. Na komm. Und hopp. So, das hätten wir auch gleich schon wieder geschafft. Wir kommen dem Ziel immer näher. Ja, da ist es ja auch schon. Und diesmal geht's nach Akkon. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Fassaden erklimmen dagegen nicht. Ah, okay. Das heißt, das wusste ich jetzt nicht. Das heißt, die Leute regen sich immer dann auf, wenn ich keine Leiter nehme. Okay, jetzt bleibt mir noch das eine Ziel, Akkon. Da gehe ich auch hin und mal sehen, ob sie auch wieder so wunderschön ist wie Damaskus und Jerusalem. Wir werden sehen. Natürlich sind mir hier wieder alle Wachen feindlich gesinnt. Aber ich hau einfach ab. Das mache ich immer so. Wenn mich irgendjemand nicht mag, dann hau ich einfach ab. Am besten auf dem schönen weißen Rappen. Die ganze Meute. Lol. Ach ja, und den darf ich auch erklimmen, oder? Stimmt, weil auf dem war ich noch nicht. Lol. Ah, okay, da oben ist noch eine schöne Flagge. Warte, ich gehe ja die Leiter hoch. Oder auch nicht. Ich kämpfe ein wenig. Mann. Hoffentlich verletzt ihr mein Pferd nicht. Was seid ihr denn für blöde Lappen? Und greif an. Okay. Mann, ich krieg's hier gar nicht hin zu kontern. Ja doch, jetzt. Na, da guckt er, wa? Oh wow, damit hat er wohl nicht gerechnet, wa? Und terminiert. Hä? What the? Checkpoint erreicht, auch nicht schlecht. Der hat mich da einfach runtergeschubst und dann haben sie mich nicht mehr gesehen. Das ist schon dämlich, ne?
Greife an. Wow, die Sonne. Schön. Und nur noch der hier. Aua. So. Geschafft. Reinitialisierung. Und das Ganze ist wieder in Ordnung. Ich will eigentlich hier nur den Turmlauf. Ja, ich will hier nur den Turmlauf. Nuff. Ich will nur den Turmnuff. So. Komm, das geht auch schneller. Einmal darüber und hoppa. Hm, Mist. Das war knapp daneben. Aber wir haben es auch schon wieder geschafft. Da zeichnet sich schon wieder eine wunderschöne Seenlandschaft ab. Boah, das hatten wir hier auch noch nicht. Das sieht auch geil aus. Und weiter geht's. Flotsch. Da bin ich direkt bei einem Pferd schon gelandet, aber komm, ich will hier zu dem. Oh, lieb, dass es zu mir kommt. Hä, Pferd? Ja, hier. Ja. Weiter geht's nach Akkon. Ich guck, dass ich diesmal nicht so lang brauche. Ja, ein Assassine. Ich werde deswegen nicht mit allen Leuten kämpfen. Ich habe ja nicht Zeit für alle. Okay. Ich bin schon ein bisschen rücksichtslos. Was würde ich in echt niemals machen? Ach nee, da geht's gar nicht lang. Oh, shit. Nein. Ich hätte es doch kommen sehen müssen, dass da nur jemand auf mich wartet in einem Hinterhalt. Warte. Akkon. Akre. Auf Lateinisch. Also Akkon. Sagen wir Akkon. Ich reite jetzt nach Akre. Das würde sich blöd anhören, ne? Oh, eine Flagge. Lol. Na komm schon, gib die Flagge her. Immer diese Flaggen machen nur unnötigen Ärger. Jetzt aber. Und es geht weiter. Da hat mich schon wieder einer gesehen. Ach, kommt schon wieder so ein dämlicher Aussichtspunkt. Checkpoint erreicht. Rein da. Na komm schon. Geh da doch rein. Puh. Super, zum Glück sind die so lahmarschig. Dann habe ich genug Zeit, um unterzutauchen. Na, was sag's? Na komm. Dann halt so. Ich glaube, die haben mich noch nicht gesehen. Ah ja, jetzt bin ich unentdeckt. Und da hoch. Mann, die Aussicht lohnt's. Hey, wofür machst du dir die Mühe? Ja, für die Aussicht. Die lohnt sich, Hammer. Und die Schatten hier sind auch nicht schlecht. So. Hier eine Schlucht. Die hätten wir auch erforscht. Ach, und da ist natürlich mein Pferdchen daneben, schönerweise. Und daneben ist ein... Ja, Assassin. Das war französisch. Das sind ja auch die Kreuzritter von Des Sables. Ach, diese Kreuzung kenne ich ja schon. Da habe ich ja schon letztes Mal meinen Weg nach Jerusalem gefunden. Oh, das ist ein Haufen. Oh, zum Glück wurden die nicht aggressiv. Ah, Reinitialisierung, das ist schön. Schön zu hören. Diesmal bin ich auf jeden Fall viel schneller in der Zielstadt als die letzten Male. Ah, ich hätte was lernen müssen. Hm. Ich glaube, ich gehe einfach hinter denen. Okay, hat nicht funktioniert.
Na komm, rüber. Wow. Shit. Nein. Die haben mich da runtergeschossen. Naja, komm, ein bisschen betteln hier geht auch noch. Ich bin ja schon fast da. Da kann man ja noch ein bisschen Zeit totschlagen. Na komm. Das hast du davon. Ein Tritt in die Magengrube gab das. Oh oh. Wow. Oh oh. Gleich. Alter, das ging, geht mir gerade voll an den Kragen. Warum sind die denn plötzlich so gute Kämpfer? In so einer Verdrehung will ich aber nicht drauf gehen. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive. Ja, die Vogelperspektive, die ist schön. Ach, und ich habe natürlich wieder mein Pferdchen verloren. Mein Pferdchen. Dann renne ich eben. Und borge mir das da hinten. Die Wachen erscheinen da erst gleich, oder? Ah ja. Ja, ein Assassine. You don't say. Komm schon, hoch da. Dann wie immer rüber. Ach, sie sehen mich nicht. Das ist auch schön. Ihr seht mich nicht. Und wenn ich ungesehen bin, dann kann ich auch gleich wieder in das Versteck da hechten. So. Hoi, diese Landschaften. Und der Falke oder Adler oder was auch immer das sein soll. Lol. Der hat es nicht gemerkt, obwohl ich direkt neben ihm da reingesprungen bin. Auch nicht schlecht. Sorry. Das bedeutet Krieg, habe ich so das Gefühl. Okay. Ah, aber wir sind schon wieder entsprungen. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gangster. Fertig geladen? Super. Na, da haben wir es auch schon erreicht. Sü. Herrlich. Wunderhübsch. Oh, da ist sogar ein schöner Turm links. Ganz verschwommen. Kann man ihn ausmachen? Hör, das ist ja gar nicht mein Pferd. Lol. Kommt zur Ruhe, bevor ihr euch noch verletzt. Bitte, ihr tut mir weh. Haltet euch fern von mir. Lol. Hä, warum habe ich den angegriffen? Habe ich doch gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich mit der versteckten Klinge erdolchen, dass gleich einer weniger ist, der nicht reagieren kann, aber... Ah, jetzt bin ich ja noch im... Nein, jetzt bin ich im Kampfmodus. Hm, komisch. Alter! Boah, was die hier immer für Sprüche haben. Die sind ja schon ein bisschen eingebildet. So, das war's mit dir. Hinfort, Mann, was hält der aus? Das war ja gerade voll der Hammerschlag in den Bauch. Aber das hat er schon hier überstanden. Auch nicht schlecht. So. Ich will doch nur den Bürger retten. Warum kommen hier dann so viele Leute? So. Der war eh schon fast... Was? Der war eh schon fast tot. Boah, aber der hält einiges aus. Schon zwei Schläge und einen Kick in die Magengrube. Das ist hart. Der hat wahrscheinlich lange in der Armee gedient. Okay, das war's. Super. Todesstöße sind auf jeden Fall besser. Als nur so lächerliche Kicks. Alter, sind das viele. Wer wagt es? Noch einer. Ich mach die alle mit der Konterattacke tot. Oh. Okay, der hat nicht so gut funktioniert. Mist.
Alter. Hä? Warum hat es jetzt nicht geklappt? Vielleicht, weil ich abgehauen bin oder irgendein Gebiet verlassen habe. So. Ich muss eh wieder warten, bis hier irgendwelche Gelehrten kommen. Weil ohne die komme ich nicht durchs Stadttor, also muss ich wieder einen Bürger retten. Schätze ich mal. So. Oh. So, das dürfte jetzt gleich gewesen sein. Das sollte der letzte sein, soweit ich das beurteilen kann. Reinitialisierung, das ist super. So, wo ist der Bürger? Ach da, noch mehr. Die sind alle respawned, weil ich das Gebiet verlassen habe. Macht Sinn. Naja. Und? Oh. Tja, ich kann auch dein Kettenhemd dadurch bohren. Na? Hoho. Noch einer? Ich mache euch alle drei weg. Okay, das hat ja nicht so ganz geklappt. Der hat mich nur am Schlafittchen gepackt und weggezogen. Die sehen eigentlich ganz gut aus, die Leute hier. Der gerade, den ich da umgebracht habe, der war ganz, ganz hübsch. Also, no homo, aber ja. Keine Ahnung, warum habe ich den umgebracht? Lol. Wahrscheinlich habe ich ihn umgebracht, weil er es sonst mit mir getan hätte. So. Na, wo ist er denn, der Bürger? Hier. Danke. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Die haben alle einen ganz anderen Akzent. Das ist interessant. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Ach, und da kommen sie schon, die Gelehrten. Welch ein Zufall. Das war die gute Tat für den Tag. Jetzt muss ich nur noch abschlachten.